Hallo Leute und okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redstone Bunker bei The Joecraft. Also The Joecraft ist der Typ, der hier den ganzen Schrott gebaut hat, außer diesen Wasserstrom, die Trichter und so weiter, die Dropperaufzüge. Hier das Ding habe ich auch ein bisschen verlängert, wobei wie der gute alte Informatiker das macht, Copy and Paste. Und ein bisschen anderes, das ist... Also man kann sagen, ja, ich würde mal sagen, ein paar Sachen sind von mir, so 1-2% vielleicht, aber der Rest ist wirklich von ihm. Deswegen sage ich auch, dass es von ihm ist. Aber wir wollen heute weiterbauen und zwar hier an den Bunkerwerkstätten habe ich... Was habe ich? Und zwar habe ich hier unten irgendwo einen Wasserstrom gehabt. Unten zu Beginn, ja, hier. Und jetzt schauen wir mal, wie man diesen Wasserstrom verwenden kann. Oder ob man ihn verwenden kann. Da sehe ich, hier muss noch was gebaut werden. Und da sage ich, ja, man kann ihn verwenden. Und zwar müssen Items, die eingenommen werden, die müssen... irgendwann in ferner Zukunft hier rein. Aber ich gehe auf Nummer sicher, auch wenn die Leitung hier normalerweise aus sein sollte. Man weiß ja nie, wie es doch mal sein kann. Und ich habe ja die Möglichkeiten, sodass dann... das auch, ja, halbwegs zügig ankommt und dann ins Lager gebracht wird. So. 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 Coins einsammeln, 57, 59. So. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Wenn ich 59 und ein... aha. Und in dem staut sich's dann, oder? Ja. So, jetzt schauen wir mal. Irgendwann müsste sich das hier sammeln. Tut's. Ich möchte keinen Befehl wählen, sondern ich möchte in den Game Mode 1. So, das habe ich jetzt erfolgreich hingekriegt. Toll, oder? Was ich alles kann, ich kann in den Game Mode 1. So, jetzt brauchen wir auch mein Inventar, mein normales erstes Inventar wieder. Denn wir bauen jetzt hier ein Klöckchen, welches eingeschaltet ist, dann in ein Block geht, dann eine Glock lädt, oder auch keine Glock lädt. Ich brauche aber noch von irgendwoher Glas. Und zwar nehme ich mir das mal von hier. Damit das nicht ganz so verrückt abgeht. Und die Items halbwegs wissen. Gott, das leckt schon wieder hier unten. Wo sie lang müssen. So, jetzt kann man hier wieder hin. Oh, da fliegen die Items. Die ist, glaube ich, schneller. Acht. Ja, die ist doppelt so schnell wie eine normale, weil die zweimal pro Tick, ja doch, zweimal pro Tick, alle, Entschuldigung, jeden Tick müsste die, ja doch, die macht es jeden Tick. Ja. Während der Repeater, die Repeater-Clock das mal alle zwei Ticks macht, dann sollte der hier auch gemütlich noch blinken. Nein, warum blinkt die nicht?
Weil hier schon gar nichts mehr drin ist, echt? Tatsächlich. Ja gut, okay, das ist auch viel weniger Distanz, als ich erst gedacht habe. Gut, was wollen wir heute machen? Fragt der Typ nach 6 Minuten. So. Wir haben das Ding angeschlossen, wir haben das gemacht, wir haben dies gemacht, wir haben jenes gemacht. Stimmt, wir müssten die Kaufkarten einrichten. Also die Kaufkarten müssten wir einrichten. Die Frage ist jetzt, wie schnell die hintereinander ausgespuckt werden. Wobei, das müsste gehen. Doch, doch, das müsste gehen, dass wir die hier von hier oben irgendwie abzapfen. Die Kaufkarten, dass die erst mit dem Dropper-Fahrstuhl nach unten oben gehen, um dann wieder nach unten zu gehen. In keine Ahnung wie. Trichter. Ja, Trichter. Aber wir haben doch irgendwo noch eine Trichterstraße, die noch auf den richtigen Weg gebracht werden würde. Das fällt mir doch gerade ein. Irgendwo hier unten. Die da, die müssen wir noch richten. Ja, doch, das war's noch. Das machen wir heute. Die Kaufkarten kann ich auch von anders erstellen. Und zwar, damit das Restaurant wieder funktioniert, muss diese Trichterstraße noch ein bisschen geändert werden. Die kommt von hier, von den Emeraldos. Und dahin muss sie auch. Sie muss nach oben gebracht werden. Das heißt, die geht ganz schnell nach links dann. Oh, dann habe ich, weiß ich jetzt. Hier ist die einzige Möglichkeit, wo die lang gehen kann, oder? Hier kann man doch auch gut nach oben. Das ist auch nicht. Ist sogar noch eine bessere Idee. Gut, legen wir die hier hoch. So. Und reißen erstmal die alte ab. So, so. So. Trichter abreißen. Man spürt, wie die Welt schneller wird. Jetzt schauen wir nochmal, was das für eine Trichterstraße ist. Ob wir die lassen oder... Casino und dann würde ich sagen, können wir fast die Minecart-Strecke, weil jetzt nur noch die Casino-Sache da angeschlossen wird. Ja doch, das ist eine gute Idee. Dann fährt hier nämlich das Minecart hin. Das können wir mit MC Edit sehr gut kopieren. Ja doch, das ist kompakt. So, jetzt war hier oben noch was. Und dann sind die Lags auch lang, dann ist die Welt deutlich lagärmer geworden. Gut, wir waren jetzt, aber nein. So. Hier auf dem Dach zugange. Also, wir bauen jetzt hier diesen wunderschön schicken Dropper-Aufzug. Und zwar bauen wir den hier hoch, hätte ich gesagt. Oder ich sage, wir bauen den hier hoch, dann lasse ich euch keine Wahl. Ja, ganz graus. Ganz grausam bin ich heute. Lasst euch nicht mal entscheiden.
Was ist auf der Seite? Kann ich nicht dadurch? Boah, da komme ich Arkaden draus. Das ist eine viel bessere Idee, wenn wir das hier hochführen. So, jetzt kommt der Dropperaufzug und zwar zack. Wenn ich jetzt hier einschalte, sollte es blinken und die Items sollten na? Moment, jetzt muss ich mal wirklich gucken, wodurch wird er gepowert? Er wird einmal. Die Fackel blinkt. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, oder? Ja. Jetzt funktioniert's. Jetzt können wir es auch schneller stellen. Wir müssen hier irgendwie noch eins nach oben. Selle Probleme. Und wie löst man so dieses Problem am einfachsten mit einer doppelten Invertierung? Und die so. Block. So.
Sehr gut, jetzt werden die hier rausgeschossen und machen sich auf die Reise nach irgendwo. So. Gut, wir haben das fertiggestellt. Wie geht's weiter auf dem Kanal? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, das sage ich jetzt auch noch mal kurz. Auch wenn die Folge jetzt schon etwas länger geht, also wir haben die Möglichkeit, demnächst kommt hier noch die Einrichtung, die Fertigstellung des Jobs hier. Ja, und dann müssen wir uns überlegen, was wir noch machen. Also ganz ehrlich, nice, oder? Hier. Das Ding ist schon da, toll. So. Und zwar hier, die Villa des Bunkerbesitzers ist übrigens etwas geschrumpft. An sich nicht, nur die Umrandung ist etwas kleiner geworden auf die Seite. Übrigens mal ganz nebenbei, es gab irgendein Secret, was bei der Vorstellung der Redstone-Welt nicht gezeigt wurde. Und zwar war es das. Irgendein Secret. Das hier. Ganz davon, mal ganz nebenbei. Jedenfalls, da werde ich nichts dran ändern, denn das alte Haupt. Ich habe die Redstone World von TOC nicht geändert, also, und das ist ja in Gedenken an die. Wobei sie jetzt geupdatet wurde. Also, aber nichtsdestotrotz, ich möchte nicht so viel kürzen, deswegen sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald. Ciao.